Life Coach Konrad Wolfmeier. Heute möchte ich mal dein Thema ansprechen als YouTuber, Influencer, PC-Entwickler und KI-Programmierer. Und zwar geht es um dein Wohlbefinden, und zwar deine Gesundheit, körperliche, seelische und Empathiegesundheit. Also auch da gibt es also die Empathie für sich ein normales, gesundes Verhältnis zu bekommen. Du kennst es genauso wie ich, machst Videos, schneidest sie, arbeitest daran, gibst dir größte Mühe, bist wirklich da Stunden manchmal mit beschäftigt. Am Anfang ist es noch länger und es Zeit wird immer besser, das ist klar. Aber es kommt eine Situation auf der Müdigkeit auf. Man bekommt weniger Sauerstoff. Man bekommt sozusagen auch Müdigkeit, Rückenschmerzen, Nackenschmerzen und manchmal auch soziale Probleme. Diese sozialen Probleme in der Familie, in der Partnerschaft. Es gibt da viele, viele Situationen, die einfach Anzeichen dafür sind, dass man zu viel Bildschirmzeit macht, also zu viel mit YouTube macht, sich mit dem Erfolg beschäftigt ist. Und da möchte ich auch mal sagen, YouTube-Erfolg, Influencer-Erfolg, dafür zahlt man auch einen hohen Preis. Und der Preis heißt, ich sitze am PC. Natürlich, jeder YouTuber möchte Erfolg haben, möchte sich auseinandersetzen, ist doch ganz klar, möchte seine Themen rüberbringen. Das möchte ich auch. Ich bin Coach, ich bin Berater. Aber letztendlich geht es mir immer um die Natur selber, um meine Natur, um deine Natur, um die Natur, die mich umgebe. Ich suche immer schöne Plätze aus, wo ich gute Videos machen kann. Zum Beispiel bin ich hier in einem wunderschönen, im Frühjahr, und habe einen wunderschönen weißen Bus hinter mir und dazu noch einen kleinen Bachlauf dabei. Also eigentlich schöne Situationen, die ich mir gestalten kann und gestalten möchte. Dennoch bleibt die Arbeit am PC, die noch erledigt werden muss. Und genauso geht es dir auch. Da ich möchte einfach mal wirklich darauf aufmerksam machen. Und zwar, die Situation hat eine leichte, einfache Lösung. Und zwar, ich möchte etwas initiieren, und zwar, ich nenne es mal ganz einfach Waldatmen. Einfach mal durchatmen, Luft holen, Sauerstoff in seinen Körper holen, Kreativität in seinen Kopf holen. Das gehört dazu. Das gehört dazu. Das Atmen ist das Wichtigste mit unserem Leben. Unser Körper atmet aus. Alles ein- und ausatmen. Es ist ein ganz wichtiger Prozess. Ich möchte einfach mal darauf aufmerksam machen, dass du bei allem YouTube und Bildschirmzeit, die noch viel mehr sein wird in Zukunft, dass Waldatmen oder ich sag mal in der Natur sein ein wichtiges Thema ist. Vergiss das bitte nicht. Ich möchte auch zu diesem Video sagen, viele YouTuber sind Einzelkämpfer. Jeder macht sein eigenes Ding. Aber jeder hat die gleichen Probleme, gleichen Situationen. Es gibt Plattformen, wo man sich austauschen kann. Aber was wirklich fehlt, ist zum Beispiel eine Kooperation. Wie kann man zusammenarbeiten? Ach, die Sonne kommt gerade raus, wunderbar. Also wie kann man zusammenarbeiten? Wie kann man sich sozusagen auch seine Kanäle weiter verbreiten? Ich meine, dies, was ich hier sage, ist ja ein wichtiges Thema und ich denke mal, es sollte auch gehört werden. Also ich halte es für ein wichtiges Thema. Und wenn du Lust auf eine Kooperation hast, würde ich gerne machen, weil die Natur und die Intelligenz, künstliche Intelligenz interessiert mich. Mir interessiert auch die YouTube machen, das Filme machen. Also ich habe da richtig Spaß dran. Vielleicht findet sich jemand, mit dem ich zusammenarbeiten könnte und vielleicht auch etwas tun können, dass alle Influencer, YouTuber, Programmierer ein besseres, gesünderes Leben führen und zur Natur zurückgehen. Denn darum geht es letztendlich in jeder Arbeit, die wir machen. Es geht um den Menschen. Und das ist das wichtigste Thema. Ich freue mich gerade wirklich, dass die Sonne gerade rausschaut. Und ich möchte dich einfach mal mit hier mitnehmen und sage Dankeschön fürs Zuhören und bitte melde dich mal. Abonnieren, liken, kommentieren ist ganz klar. Also bis zum nächsten Mal und bleib gesund. Das ist ganz wichtig. Ich meine wirklich gesund, seelisch, körperlich und geistig. Dankeschön. Tschüss.